Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute The Hunter, Call of the Wild, meine lieben Freunde. Und ja, wir hatten das Reh erledigt. Wir haben herausgefunden, dass Günther tot ist. Und jetzt haben wir einen ganzen Haufen neuer Aufgaben, die wir uns zulegen müssen. So, und da schauen wir jetzt auch mal rein in die Missionsliste. Was wir noch so haben. Abgeschlossene Mission. So, schönes Wetter. Biologische Schadstoffe. Städtliches Ökodienst. Milzbrandalarm. Das ist die Hauptstory. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir fangen mal mit einer Nebenmission an. Und zwar lege ein Moschtier und verwerte es. Ja, das machen wir. Wir werden jetzt ein Moschtier suchen. Kann ich das nicht verfolgen? Wieso geht das nicht? Weil ich die Mission schon verfolge. So. Gut. Dann legen wir mal einen Muscht hier. Oh, was ist denn hier los? Aha. Das ist neu. Weil wir brauchen noch... erstens brauchen wir Erfahrungspunkte. Zweitens müssen wir unsere Waffe aufwerten. Und drittens... Ein paar Nebenmissionen sind bestimmt auch nicht schlecht. Was ist denn hier los? Warum stockt das so? So. Werden wir uns mal ein Muschtier suchen. Okay, auf der Karte wird nichts angezeigt. Hätte ja sein können, dass die da so Gebiet eingezeichnet haben, wo was vielleicht sein könnte. Warum leckt das so? So. ...7:24 Uhr, meine lieben Freunde. Es ist ziemlich früh, da würde ich nicht aufstehen. Suchen wir uns erstmal so ein Moschtier. Wollen wir hoffen, dass wir hier noch was... ...dass wir hier eins finden. Ah, da haben wir Spuren. Wir schauen mal, was es ist. Code. Von einem Luchs. Lux suchen wir aber nicht. Ach, da geht die Spur weiter. Wir brauchen ein Muschtier. So, wir haben noch 31 Kugeln. Wenn wir so ein Muschtier finden, direkt zwischen den Augen, dann ist es erledigt. Weiß zumindest, wie die Viecher aussehen. Wo bist du, du kleines Muschtier? Kommt auch kein Warnruf, nix, ne? Aber wir werden da bestimmt was finden. Bin ja mal gespannt, ob wir auch mal auf so ein Bären jagen müssen oder sonst was. Ziemlich nebelig hier.
Wie keine Fußspuren, gar nichts. Problem. Ziel abgeschlossen. The icy layer just below the ground you're standing on melts more and more every summer. And when it thaws, it lets out all kind of things that have been frozen and dormant for years and years. Things like fossils. Things like anthrax. Wenn wir so einen Moschus finden, das kann man doch, und ich verwerte es, dann wird ja die Nebenmission auch fertig, denke ich mal, oder? Ich gehe mal davon aus. Wir machen mal die Hauptstory weiter und erledigen das so nebenbei. Wenn wir einen Moschus sehen, dann brechen wir die Hauptmission erstmal ab und wechseln auf das Moschus dann und so. Bin mal gespannt hier mit dem Milzbrand, wie das alles noch endet. So. Da haben wir ja so eine Wetterstation. Gehen wir mal hin. Ich renne jetzt mit Absicht, damit ich hoffe, dass ich irgendwas aufschrecke, dass irgendwie ein Warnruf oder sowas kommt. Damit ich irgendwie eine Orientierung habe, wo ich vielleicht langlaufen könnte, um einen Moschus zu finden. Was stand da? Ja, this area is anthrax free. Thank you. There are two more of these stations in the area. Okay. Ja, was hatte ich jetzt gesagt? Noch mehr in dieser Area? Gehe zu einem auf der Karte markierte Region. Schuss. Da läuft es. Tot! Mit einem Schuss! Wie geil ist das denn? Läuft! Da haben wir schon mal unseren Moschus. Ja, hallo, kleines Tier. Mission abgeschlossen, ja. Oh, Muskel, Lungenflügel rechts, direkt bam, weg. Ah, da haben wir schon eine neue Waffe, PSG 243 Winchester. Bonus. Hol dir deine Belohnung im Hunter Club Menü ab. Lol. Echt jetzt? Täglich. Wie hole ich das denn ab? Ah, da. 200 Euro. Läuft. Geilo. Cool.
So, staatliches Ökodienst. Gehe zu Rügenburg, erlege ein Wildschwein und verwerte es. Ah, okay. Wir machen aber erstmal das hier weiter. So. Was war jetzt hier die Mission? Jetzt habe ich nicht gelesen, weil ich auf das Ding dazu fixiert war. Start, nee, da. In der ganzen Region gibt es Wasserprüfstellen. Unsere Biologie will, dass du überprüfst und sicherstellst, dass die Milzbrandverseuchung sich nicht weiter ausgebreitet hat. Geh zu der auf der Karte markierten Region. Schau bei der ersten der drei Wasserstationen der Region vorbei. Schau bei der zweiten der dritten Wasserstation der Region vorbei. Okay. Die werden aber hier nicht markiert, Leute. Was soll ich denn da machen? Ach nee, hier, das meinen die, glaube ich, mit der Region hier. Okay, ja. Dann suchen wir mal weiter. Dann müssen wir Wildschwein erledigen in der einen Region da. Er läuft. Müsste halt einfach jetzt nur auch mal Level steigen. Fertigkeiten, wie viel brauche ich denn da noch? Stufe 4. Oh, steht nicht dabei, wie viel XP ich brauche zum Level aufsteigen. Schade. Aber wir können uns eine neue Waffe kaufen. Und ich hoffe, dass diese Winchester stärker ist. So, das ist dieser Lux. Wir suchen jetzt aber erstmal nach dieser Wetterstation. Und müssen irgendwo hier sein. Auf jeden Fall an so Eisflächen, denke ich einfach mal. Da das ja Wasserdinger sind zum Kontrollieren. Warte mal, wo. Oh, jetzt bin ich hier mehr im Menü unterwegs als alles andere. Gehe zur Ribaski-Bucht. Okay. In welcher Region sind wir denn gerade? Auf jeden Fall nicht in der Bucht. Okay. Schauen wir später nach. Gut, jetzt versuchen wir mal, die weiteren Wetterstationen zu finden. Wenn wir nochmal einen Moschus finden, erledigen wir das natürlich. Was sind das denn für Fußspuren? Vom Bären, ne? Nee. Vom Elch oder so. Vom Elch, ja. Okay. Wir suchen aber Wetterstationen. Da hat der Moschus da einfach so gestanden. Ein Schuss. Bam. Down. Aber ganz ordentlich. Ich habe den Lungenflügel getroffen. Schneit es? Ein bisschen, ne? Hast schon die ganze Zeit geschneit? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, guck mal, da vorne haben wir nochmal einen Fluss. Dort werden wir wahrscheinlich noch eine Wetterstation finden. Oh, was haben wir denn hier? Futtergebiet entdeckt. Für Moschus. Läuft. Vielleicht finden wir ja nochmal hier eins irgendwo in der Nähe. Da vor uns ist eine Wetterstation. Oder Wasserstation oder was auch immer. Können wir auf jeden Fall noch mal gucken, ob wir da was finden. Danach brauchen wir nämlich nur noch eine. So ein Elch? Sie angehört wie eine wilde Bestie, ey. Another clean test. No anthrax. These are very good results. Okay.
Jetzt müssen wir bei der letzten vorbeischauen. Kann man das vielleicht irgendwie... Ach, da waren wir, hier waren wir. Gehen wir mal da vorne gucken, ne? In der Richtung. Sind ja auf der Karte Wasser markiert und die sind ja auf dem Wasser. Ja, ja, ey, Freezy manchmal, ne? Mit dem Kopf nicht ganz dabei, ne? Aber läuft. So, aber gut, meine lieben Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder vorbei und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!